bin sehr gespannt. Sowas passiert immer nur mir. Hey und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute mal wieder einen DM-Haul für euch. Und dieses Mal sind auch ein paar Produkte von YouTubern dabei, auf die ich persönlich am meisten gespannt bin. Denn ich finde es immer total cool zu beobachten, wenn YouTuber ihre eigenen Produkte rausbringen. Und mich interessiert dabei auch immer, ob die denn überhaupt was taugen. Und ja, bevor ich großartig weiterquatsche, würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit dem Video an. Ich beginne einfach mal mit dem eigentlichen Grund, weshalb ich überhaupt bei DM war. Denn mir ist mein Trockenshampoo ausgegangen und das von meinem Freund ebenso. Und wer mich jetzt schon länger verfolgt, der weiß, dass Batiste meine absoluten Lieblingstrockenshampoos sind. Ich schwöre absolut auf die und ja, ich habe mir das Blush von denen für mich mitgenommen und das für braune Haare, obviously nicht für mich, sondern für meinen Freund. Es wäre vielleicht etwas unpassend gewesen. Ich habe das für dunkle Haare zwar noch nie ausprobiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so Bombe aussehen würde auf meiner Kopfhaut. Deswegen verwende ich ganz gerne das normale und wie gesagt, ich habe im Seins einfach auch gleich mitgebracht. Trockenshampoo ist einfach so mein Leben. Ich habe wirklich keine Zeit mehr, jeden zweiten Tag die Haare zu waschen und deswegen brauche ich die sehr häufig. Ich habe es auch inzwischen geschafft, meine Haare so ein bisschen vom Waschen zu entwöhnen. Das heißt, ich muss sie zum Glück immer nur ein bis höchstens zweimal die Woche waschen und dazwischen reicht mir vollkommen das Trockenshampoo, beziehungsweise wenn es dann doch etwas ja, heftiger ist mit dem Fett, dann verwende ich auch ganz gerne Babypuder. Aber wenn ihr genaueres zu meiner Haarpflegeroutine sehen möchtet, kann ich euch auch sehr gerne die hier oben verlinken und auch unten in der Infobox. Da quatsche ich ein bisschen ausführlicher darüber und ich würde sagen, wir machen einfach mit ein paar anderen Dingen weiter und ich habe mir auch noch ein paar Gesichtsmasken geholt, da ich meine letzten aufgebraucht habe. Und da habe ich mir zwei Limited Editions mitgenommen und zwar einmal diese Vitaminmaske, dann eine grüner Tee und Mango-Maske. Und ich glaube, das ist so eine ganz normale, zumindest steht da nicht Limited Edition drauf, das ist so eine Peel-Off-Maske, Time to Glamour. Die sind alle von Balea, da es meine Schäbensmasken, die ich gerne verwende, nicht gab. Und deswegen dachte ich mir, probiere einfach mal die aus, vor allem weil die beiden so schön sommerlich angehaucht sind und ich irgendwie Bock drauf hatte, das mal auszuprobieren. Vor allem diese Vitaminmaske klingt einfach total witzig. Fruchtiger Pflegecocktail mit Orangenextrakt und Limettensaft mit Vitaminkomplex pflegend. Ich bin sehr gespannt, was es für meine Haut tut. Ich vertrage grundsätzlich eigentlich fast alle Masken. Ich bin da zum Glück nicht so empfindlich. Auf die Glamour-Maske bin ich auch sehr gespannt, weil es steht, das hat so einen Schimmereffekt. Kann ich mir sehr lustig vorstellen. Wahrscheinlich ist das so eine Holo-Maske irgendwo. Dann habe ich mir noch eine etwas speziellere Limited Edition mitgenommen, nämlich eine von Taschentüchern. Das ist von Fee, designt von Marina Hörmannseder. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Wahrscheinlich sollte ich mich jetzt dafür schämen. Ich gehe stark davon aus, dass es eine Modedesignerin ist, die auf der Fashion Show ausstellt, denn hier steht, gewinnen Sie mit Marina Hörmannseder, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, eine Reise zur Fashion Show Berlin. Tja, ich fand auf jeden Fall das Muster sehr süß, das ist eben mit so Blumen und hinten, ja, Schnallen, ich glaube, es sind Gürtelschnallen oder sowas in die Richtung. Fand ich sehr niedlich und Taschentücher kann man immer gebrauchen. Dementsprechend habe ich die einfach mal mitgenommen. Und dann kommen wir auch schon zu den vorhin angesprochenen Produkten von den YouTuberinnen. Das ist zum einen von Xylator diese New Shampoo-Reihe. Ich habe mir einmal das Shampoo und den Conditioner aus der Sparkle on New Roses genommen. Da ich den Geruch ein bisschen angenehmer fand als diese andere Serie, die sie hatte, ich glaube, das war mit Kokos oder so. Ich fand den Rosenduft irgendwie schöner. Je nachdem, wie mir die gefallen, werde ich mir aber die andere Duftrichtung auch mal holen. Ich persönlich bin ein absoluter Fan vom Design. Ich finde, sie sind sehr liebevoll gestaltet, was ich nicht von allen Produkten sagen kann, die YouTuber so rausbringen. Also manchmal denke ich mir echt so, wow, wow, girl. Nein, aber die sind wirklich, wirklich süß und mit Liebe gemacht. Und deswegen, ich bin sehr gespannt,
Was passiert immer nur mir? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde das jetzt mal die nächsten Wochen, Monate austesten und mal sehen, was das so für meine Haare tut. Und die anderen beiden Produkte, die ich noch gefunden habe und gerne austesten möchte, sind von der lieben Paola Maria aus ihrer Lovely-Reihe. Und zwar zum einen der Soft Cleansing Foam und diese Face Mask. Ich hätte auch echt gern die Augencreme ausprobiert, aber die war leider in meinem DM schon ausverkauft. Genauso wie, ich glaube, dieses Öl gibt es noch für die Haut. Ist das so? Ich glaube, zum Abschminken gibt es einmal diesen Charme und einmal das Öl. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal den Charme ausprobieren. Auf die Maske bin ich auch wirklich schon sehr gespannt, generell, wie meine Haut sich mit den Produkten verträgt. Ich kann euch gerne dann eine Review dazu geben, wenn ich das mal ein paar Wochen ausgetestet habe. Generell war ich sehr überrascht, dass ich überhaupt noch irgendwas davon bekommen habe, denn in meinem DM ist das sonst immer in der Sekunde ausverkauft. Also ich kann mich noch daran erinnern, als Bilou rausgekommen ist, keine Chance. Und auch die Tatsache, dass ich nicht alle Produkte bekommen habe, die ich gerne gehabt hätte, spricht wohl dafür, dass die Nachfrage sehr groß zu sein scheint. Und ja, dann mache ich mal weiter mit dem Make-up, das ich mir geholt habe. Und da habe ich mir zum einen zwei Lippenstifte geholt. Einmal von Maybelline, diesen Superstay Matte Ink, den ich auch gerade auf den Lippen trage. Das ist einfach so ein Matte Liquid Lipstick. Ich habe diese Matte Inks von Maybelline noch nie ausprobiert. Das ist jetzt mein erster. Ich hatte immer nur diese 24-Hour Superstay Dinger. Ich bin auch noch nicht so überzeugt davon. Ich fand die Superstay bisher um einiges besser. Also der braucht erstens echt eine Zeit lang, um zu trocknen, und ich habe auch das Gefühl, dass er nicht so gut hält. Aber ich werde ihn jetzt einfach noch ein bisschen weiter ausprobieren. Ich glaube, er ist auch ein bisschen günstiger als die 24 Hours Lippenstifte. Und dann habe ich mir von Trend It Up noch diesen Waterdrop Lip Color Ding mitgenommen. Den mag ich ganz gerne, weil er jetzt nicht so super deckend ist, aber damit man zumindest ein bisschen was auf den Lippen hat, finde ich den ganz schön. Und dann habe ich mir von Trend It Up auch noch diesen Lip Scrub hier geholt. Der ist, glaube ich, aus dieser Lip Scrub und Parfum Reihe. Und das ist der 040. Ich weiß nicht, ob das einen großartigen Unterschied macht. Ich habe sie nicht ausgetestet, also vielleicht haben die verschiedene Geruchsrichtungen bzw. Geschmacksrichtungen oder so. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool, dass es jetzt auch Lip Scrubs in der Drogerie gibt. Ich habe das bisher immer nur bei Body Shop oder sowas gefunden oder mir selbst gemacht. Aber ich finde den ganz angenehm. Hat einen sehr angenehmen Geruch und ja, peelt sehr gut die Lippen, kann man überhaupt nicht sagen. Von Trend It Up habe ich mir außerdem das Fixing Spray geholt, dieses Expert Fixing Spray. Da ich es geschafft habe, in letzter Zeit alle meine Fixing Sprays bis auf das Fix Plus, glaube ich, aufzubrauchen und ich deshalb dringend Nachschub brauchte. Gerade im Sommer, wenn man Full Face Make-up trägt, braucht man dann doch ein gutes Fixing Spray. Das habe ich bisher, ehrlich gesagt, noch nicht ausprobiert. Ich bin sehr gespannt drauf. Es riecht sehr angenehm. Zwar echt intensiv irgendwo, also es hat ein bisschen was von einem Parfum. Und wenn ich so weiter dran rieche, irgendwie ein Männerparfum. Das war mein Auge. Dieser Geruch irritiert mich ein bisschen. Es riecht einfach wirklich nach Mann, finde ich. Aber ja, mal gucken, wie gut das hält. Bisher, es ist ein sehr angenehmes Gefühl auf der Haut. Aus der Catrice Limited Edition habe ich mir dann auch noch diesen Primer hier geholt. Und zwar ist es der Goodbye Pores Poreless Blur Primer. Ich bin gespannt, wie der so ist. Ich fand den Tester eigentlich ganz cool. Ich merke gerade, ich bin zu doof, dieses Ding aufzumachen. Boah, das war fest. Aber immerhin weiß ich so, dass es noch nicht benutzt wurde. Den Tester fand ich ganz cool. Ich habe den dort ausprobiert. Das war ein sehr angenehmes Gefühl. Das ist auch sehr schnell eingezogen. Ich bin gespannt, was der so auf meiner Haut tut. Er riecht ein bisschen abgestanden irgendwie. Kennt ihr das, wenn ihr so an abgestandenem Wasser riecht oder dann das schmeckt? Das hat irgendwie so ein bisschen so einen komischen Nachgeschmack. Ich habe das Gefühl, so riecht ein bisschen dieser Primer. Aber ja, ich werde den demnächst mal ausprobieren und unter Make-up tragen. Ich habe ohnehin überlegt, ob ich mal wieder so ein Style-and-Talk-Video drehen soll
vielleicht auch mit allen Produkten, die ich jetzt neu habe. Wenn euch sowas interessiert, dann stimmt gerne hier oben ab oder schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann kann ich euch gleich live zeigen, wie die Produkte so funktionieren oder nicht funktionieren. Wenn ihr Themen habt, über die ich reden soll, schreibt mir die auch gerne in die Kommentare. Ich weiß nämlich bei sowas irgendwie nie, über was ich quatschen soll, was die Leute von mir wissen wollen, wozu sie eine Meinung hören möchten oder ob ich generell irgendwie einen Schwank aus meinem Leben erzählen soll. Kurzum, falls euch so ein Style & Talk Video mit neuen Produkten, die ich noch nie ausgetestet habe, interessiert, dann lasst es mich wissen. Und ja, wir kommen zum nächsten Produkt. Von L'Oreal habe ich mir dann auch noch die Paradise Mascara mitgenommen. Das soll, glaube ich, ein Dupe zu der Better Than Sex Mascara sein von, wie heißt die Firma nochmal? Too Faced, glaube ich, war das. Da die Verpackung wirklich sehr, sehr ähnlich dazu aussieht. Ich habe die auch noch nicht ausprobiert, würde ich dann auch einfach in dieses Video reinpacken. Ich finde es richtig, richtig cool, die Verpackung. Bin schon sehr gespannt drauf, wie die so sein wird, weil wenn sie wirklich ein Dupe zur Better Than Sex Mascara ist und auch nur annähernd an das Ergebnis rankommt, dann glaube ich, verwende ich nur noch die hier. Ich bin zwar derzeit auch ein großer Fan von der Alverde Push Me Better, glaube ich, heißt die Mascara. Aber ich habe die Better Than Sex Mascara auch immer enorm geliebt. Ich war nur dann viel zu geizig, sie mir nachzukaufen. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie die hier so ist. Von Essence habe ich mir dann noch aus der Happy Kawaii Limited Edition diese Nagelfeile hier mitgenommen. Die fand ich einfach so süß, diesen kleinen Block. Ich glaube, das soll eine Milch sein oder ich habe keine Ahnung. Ja, sie heißt genau Milk Cookies and Manicure. Richtig niedlich. Ist die nicht süß? Ich werde euch die sowieso nochmal von Namen einblenden, aber ich fand die einfach so unfassbar niedlich, dass ich sie unbedingt haben wollte. Ich glaube, die werde ich jetzt einfach immer in meiner Handtasche mit mir rumschleppen. Dadurch, dass sie weiß ist, wird sie zwar wahrscheinlich innerhalb von Sekunden dreckig und eklig werden, aber trotzdem, das war es mir wert. Ein Produkt hätte ich jetzt fast noch vergessen und zwar habe ich mir einen Tee gekauft, obwohl ich absolut kein Teemensch bin. So im Allgemeinen, also ich mag zumindest warmen Tee überhaupt nicht, aber ich trinke ganz gern Eistee, nämlich auch so selbstgemachten Eistee, sprich einfach nur Tee mit Eiswürfeln drin, falls ihr versteht, was ich meine. Und da habe ich mir den Skinny Vanilli Biofrüchte-Tee mit Erdbeere und Vanille genommen von Kappa, heißt die Firma. Und ich fand die Verpackung schon alleine so süß. Ich habe noch nie was von denen ausprobiert, aber Vanille und Erdbeere klingt schon mal ganz gut. Ich glaube, ich werde mir davon gleich mal eine Tasse machen und schauen, wie der so ist. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video für heute. Ich würde mich natürlich sehr freuen, dass, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ihm einen Daumen nach oben hinterlasst. Ihr findet jetzt außerdem hier seitlich zwei meiner letzten Videos und da unten könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht bereits schon getan habt. Außerdem würde ich euch raten, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!